Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution 2. Und heute ist eine ganz neue Mod rausgekommen, mit welcher man die Bauteile für das T-Rex-Paddock aus dem Jurassic World-Film bekommt. Also das hier. Kann da auch mal eben aus dem Film einen Screenshot einblenden. Die kommen schon sehr, sehr nah dran an das Original. Ich zeige euch gleich auch die einzelnen Bauteile. Aber ich würde sagen, erstmal schauen wir uns das Ganze hier an. Ich habe das gerade mal versucht, auf die Schnelle nachzubauen. Das hat auch gar nicht so lange gedauert, so wie es jetzt hier steht. Die Bauteile funktionieren wirklich sehr, sehr gut. Natürlich ist das hier am interessantesten. Halt dieses kleine Mini-Gehege, wo dann ganz viele Zuschauer aussitzen am Rand. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in Jurassic World Evolution 1. Aber hier funktioniert es tatsächlich noch viel krasser, weil die Zuschauer bewegen sich zum Beispiel auch. Sogar die Wächter bewegen sich. Das ist ja richtig cool. Und wir haben auch hier diese Beobachtungsgalerie, diesen Baumstamm. Und da ist sogar Rexy gerade. Und auch hier drin bewegen sich die Zuschauer. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Da oben ist sogar der Wächter drin. Okay, das Detail ist mir gar nicht aufgefallen, dass sich die Leute bewegen. Das sehe ich jetzt gerade auch zum ersten Mal. Das finde ich ja mega gut. Kann man hier auch irgendwie rein? Das gerne mal von innen angucken, das Ding. Da können wir gleich nochmal schauen, weil man kann das auch einzeln platzieren. Die Tore und so sind auch genau wie im Film. Da gibt es auch Zaunelemente, diese Eingangstore. Tyrannosaurus Rex Kingdom. Genau so heißt das. Ich habe es gerade Paddock genannt die ganze Zeit, ne? Ja, ist halt trotzdem das Paddock. Aber es ist halt das T-Rex Kingdom aus dem Film. Und hier gibt es auch noch diese Elemente. Diesen engen Gang, den kennt man ja zum Beispiel aus Camp Kreidezeit auch ganz gut. Hier ist dann der Seiteneingang. Und da hinten ist dann auch nochmal so ein Tor, was jetzt geschlossen ist zum Beispiel. Das ist hier die offene Variante da hinten und hier geschlossen. Aber ich zeige euch jetzt auch gleich nochmal die Elemente. Also ich denke mal, grob habt ihr jetzt schon gesehen, das kann man echt wirklich wie im Film nachbauen damit. Was ich sehr cool finde. Und dass sich die Leute sogar da drin bewegen und sowas, das macht es halt noch viel, viel besser. Ich habe euch jetzt mal hier eine Fläche freigemacht, damit ich euch mal die Mod zeigen kann, beziehungsweise das Bauset. Das Ganze besteht aus 18 verschiedenen Teilen, das findet ihr unter Dekoration und dann ganz unten. Geht von hier bis hier. Wir fangen jetzt einfach mal hier an. Das ist einmal das komplette Paddock. Mit allem drum und dran. Also Tribünen sind dabei, die Viewing Gallery. Und auch hier das Tor. Das erwähne ich extra noch, weil das seht ihr gleich, warum ich das erwähne. Es gibt nämlich auch noch eine Variante. Dort ist das Tor geöffnet. Also gerade war es ja geschlossen. Und hier ist das Ganze nach oben gefahren. Dann kann man dort direkt reingehen, beziehungsweise der T-Rex könnte rauskommen. Und es gibt auch noch eine Variante. Da ist kein Baumstamm da, also diese Baumstammgalerie fehlt. Und es ist kein Tor hier drin. Da kann man dann selber das Tor einbauen, weil das gibt es auch noch als einzelnes Element. Einmal hier als geschlossene Variante und einmal hier als offene Variante. Könnte man dann hier selber einsetzen, wie man möchte, was ich auch echt cool finde. Und die Baumstammgalerie gibt es logischerweise dann auch als einzeln platzierbares Objekt. Kann man dann natürlich auch für andere Gehege und sowas benutzen. Das eignet sich natürlich sehr, sehr gut in der Optik. Da muss man dann ja nicht unbedingt Jurassic World nachbauen. Ich platziere es jetzt mal so rum. Ich möchte gerne wissen, ob man da reinfliegen kann. Versuchen jetzt mal hier an der Seite reinzukommen. Hier ist eine Tür drin. Oh, es geht tatsächlich. Und hier sind sogar Lampen drin. Oh, okay, jetzt sind wir hier bei den Leuten. Ich frage mich, ob das beleuchtet ist. Wir schalten gleich mal auf Nacht um. Aber jetzt könnt ihr auch mal die Sicht der Leute sehen. Das ist schon echt cool. Sogar solche Details sind hier drin. Ich finde das echt krass. Ich finde das ja auch mega cool, dass sich die Leute bewegen. Damit habe ich halt echt gar nicht gerechnet. Aber ich würde sagen, ich schalte jetzt mal kurz auf Nacht um und dann schauen wir uns mal den Lok an, ob der beleuchtet ist. Das zeige ich euch am besten mal hier, weil es ist nicht nur der Lok beleuchtet, sondern auch hier diese Tore und Zäune. Die hier auch. Ich habe die, glaube ich, jetzt einfach nur falsch rum platziert. Die Lichter hätten eigentlich nach außen gemusst. Und hier ist das auch beleuchtet. Die sind so detailreich, die Sachen. Das finde ich echt krass. Sogar hier sind Scheinwerfer dran an den Toren. Hier oben ist auch das Ganze beleuchtet.
Und logischerweise ist dann auch das hier beleuchtet. Sogar sehr, sehr hell. Sieht echt cool aus. Ich klicke jetzt nochmal zurück, dann können wir da nämlich nochmal rein in den Baumstamm. Und dann gucken wir uns das nochmal von innen an. Okay, das ist schon ziemlich cool. Ja, krass, die Details. Ich bin wirklich beeindruckt, dass auch alles noch beleuchtet ist, dass sich die Leute alle bewegen. Das ist wirklich insane. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Elemente hier. Nämlich kann man das Ganze sich auch selber zusammenbauen oder halt in einer anderen Form, wenn man das möchte. Vielleicht für einen selbst kreierten Park gibt es dann auch alle möglichen Teile. Part 1, Part 2. Da muss man ein bisschen ausprobieren. Ich werde es jetzt auf die Schnelle wahrscheinlich nicht komplett richtig hinkriegen. Aber ich denke mal, ihr seht ja, in welche Richtung das geht. Also da könnte man halt auch easy eine andere Form daraus machen. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Das ist schon ziemlich cool. Man kann es natürlich auch genau so nachbauen mit den einzelnen Teilen hier. Ich finde das aber echt praktisch, dass es auch die Dinger als Komplettvariante gibt. Weil damals bei Jurassic World Evolution 1 musste ich das auch selber zusammenbauen und das war schon teilweise ein bisschen friemelig. Also das ist ganz cool, dass man halt hier drei Auswahlmöglichkeiten hat und dann noch die Möglichkeit hat, das selber zu bauen. Außerdem gibt es hier auch noch diese Tore. Das ist einmal das Eingangstor in das Tyrannosaurus Kingdom. Das sieht so aus. Das Ganze gibt es auch noch. Welcome to Jurassic World mit dem Aufschriftzug. Ohne das Schild hier auch vorne. Ich glaube, das Schild sieht man auch irgendwo im Film. Ich weiß nur nicht gerade, wo man das genau sieht. Und dann gibt es noch das Tor. Einmal in geschlossen und in offen. Das sind diese Tore hier für diesen Seitenkorridor. Und das hier ist die geschlossene Variante. Und das ist die offene. Die beiden gibt es auch. Und dann gibt es diese Mauern hier. Die sind auch von dem Seitenkorridor. Auch schön beleuchtet, wie ihr vorhin gesehen habt. Und dann gibt es diese Stücke noch. Die dürften im Film hier vorne sein. Da sind dann noch so Türen drin. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles auf die Schnelle richtig zusammengebaut. Kann natürlich auch sein, dass ich ein bisschen gefailt habe. Aber das macht nichts. Ihr wisst ja ungefähr, wofür die Sachen sind. Und diese Wände sind halt hier komplett entlang gesteckt. Es geht auch echt super. Das sieht jetzt erstmal nach viel Arbeit aus, weil das halt nur so ein kleines Wandstück ist. Aber man kann die wirklich schnell platzieren. Also da kann man wirklich schnell eine Wand mitbauen. Das Set funktioniert wirklich einwandfrei. Und das Teil hier finde ich auch noch richtig gut, das letzte. Das ist nämlich einfach ein unsichtbarer Zaun. Damit könnte man dann einfach auch Gehege abstecken. Und das müsste man dann auch so sehen können. Ich habe es jetzt hier ein bisschen blöd platziert. Ich mache es mal mit auf dem Rasen. Wir müssen mal eben testen, ob man das in der Ansicht dann auch vernünftig sehen kann. Ja, seht ihr? Kann man dann auch sogar das Gehege noch sehen. Wenn man jetzt hier unsichtbaren Gehege abstecken würde. Ist super praktisch. Dann hat man auch mal einen komplett unsichtbaren Zaun. Das hat mir schon sehr, sehr oft gefehlt. Ich habe ja in meinem anderen Parkbauprojekt dann immer so ein bisschen getrickst mit Mods. Und zwar habe ich das halt immer halt mit solchen normalen Barrieren gemacht. Jetzt in dem Fall sind das jetzt die Jurassic World Barrieren. Aber ich habe das immer mit den Malta Barrieren gemacht und die dann im Boden versenkt. Das funktioniert halt auch, um Dinosaurier zu blocken. Aber so ein unsichtbarer Zaun, das geht natürlich viel, viel schneller und ist wesentlich praktischer. Bisschen schade, dass man das in dieser Ansicht nicht sieht. Das wäre noch praktisch. Aber da muss man halt immer in diese Sicht gehen, um zu gucken, wo man die Dinger gebaut hat. Und dann kann man die auch vernünftig entfernen. Ja, aber ist alles in allem wirklich ein tolles Bauset. Kann man nicht anders sagen. Also diese ganzen Teile sind das. 18 Stück müssten es sein. Und damit kann man dieses wundervolle Tyrannosaurus Rex Kingdom aus dem Film nachbauen. Und hier habt ihr dann nochmal den direkten Vergleich zum Film. Ich finde die Mod wirklich richtig, richtig gut und die ist natürlich für euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso wie dieser Nachbau von der Jurassic World, den habe ich auch irgendwo von Nexus Mods. Verlinke ich euch auch, falls ihr den dann benutzen wollt, um das Ganze nachzubauen. Ich würde mich jetzt über ein Like freuen, falls euch das Video gefallen haben sollte und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.